Ihr Lieben, herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast, dem Bewohnerfrei-Podcast. Und ich danke dir erstmal ganz herzlich für die tollen Feedbacks zu den letzten Folgen. Heute bin ich mal wieder dran mit einem ganz besonderen Gast. Ihr durftet ja auch ein paar Mal jetzt die Melanie im Interviewformat hören und sie macht das so toll. Und erstmal danke für eure ganzen Bewertungen. Ich darf euch heute einen Mann vorstellen, der mich schwerstens beeindruckt hat. Und wir sitzen hier gerade auf einem Boot. Für all diejenigen, die jetzt sofort sagen, um Gottes Willen, Tobi, warum tragt ihr keine Maske? Wir sind siebenfach chemisch gereinigt und mehrfach getestet worden. Täglich. Ja, täglich die Körpertemperatur, aber auch mehrfach hier einen Test gemacht. Ja. Und warum stelle ich euch den vor? Ich habe selten einen tiefgründigeren und spirituelleren Gesprächspartner getroffen und Fred Herbst, so heißt der Mann, der neben mir sitzt, macht das Ganze nicht seit vorgestern, sondern seit wie vielen Jahren? Jahrzehnte? Ja, seit 30 Jahren. Seit 30 Jahren. Seit 30 Jahren. Auf der Suche gibt er Seminare, Workshops, hat von den größten Meistern der Welt gelernt. Da kommen wir noch zu deinen Meistern. Und jetzt haben wir hier eine Stunde mit euch, damit ich ihn euch einmal vorstelle. Und wir haben eine Premiere. Ja. Das ist dein wievielter Podcast? Das ist mein erster. Ich bin auch sehr dankbar dafür. Das sind ja immer Dinge, die man noch nie gemacht hat, sollte man mal ausprobieren. Ja. Und ich freue mich sehr, dass ich dir begegnet bin und dass ich heute hier sitze. Ich bin sehr dankbar, dass ich dir begegnet bin. Ja. Rita hast du ja schon sofort verzaubert. Wir haben jetzt sogar morgendliche Rituale von dir übernommen. Du hast uns eine Karte ziehen lassen. Fangen wir vielleicht mal damit an, weil das hat mich wirklich beeindruckt. Was sind es genau für Karten und warum beschäftigst du dich mit diesen alten Schriften? Ja. Ich habe mich eigentlich schon seit meinem 16. Lebensjahr damit beschäftigt und hörte von Meistern, die also irgendwelche Fähigkeiten haben, übersinnliche Fähigkeiten. Und das hat mich einfach interessiert. Da hat man in seinem Leben irgendwann mal so eine Phase, wo man sich für diese okkulten, spirituellen Dinge besonders interessiert. Das geht dann in der Regel wieder verloren, aber kommt dann möglicherweise auch wieder mal hoch. Und da gibt es also seit 4.500 Jahren, zeichnen Menschen Möglichkeiten auf, die man hat, wenn bestimmte Krisen kommen. Mhm. Also seit 4.500 Jahren gibt es Probleme, hatten die Menschen immer schon. Wir haben keine neuen Probleme, sondern das ist alles schon da gewesen. Okay. Und es lohnt sich einfach, sich damit zu beschäftigen, was haben die Menschen früher dagegen oder dafür gefunden. Und eine Möglichkeit ist eben diese Karten. Das ist einfach eine hebräische, es gibt also fünf große Weltreligionen und ich bin in allen, ich bin also nicht kirchlich engagiert und noch nicht mal getauft und dennoch sind die fünf Weltreligionen einfach so, dass sie große Geheimnisse bergen. Mhm. Und da gibt es tausend Dinge, die ich vielleicht ausprobiert habe und davon sind 50 sehr wirkungsvoll. Und eine von denen sind diese Karten. Mhm. Und die schaust du einfach nur an. Das sind immer die besten. Du brauchst nicht dran glauben. Mhm. Das ist übrigens ein Satz, den du häufiger gesagt hast in den letzten Tagen. Wir sind ja schon Wochen hier. Ja. Du brauchst da nicht dran glauben. Das geht halt trotzdem. Ich sag ja immer, wenn ich dann irgendwo interviewt werde, den universellen Gesetzen ist es egal, ob wir als Individuum die gut oder schlecht finden oder dran glauben. Ja. Ja, die Frage ist nur, kommst du mit sowas in Berührung? Das setzt immer voraus, dass du so eine Sehnsucht hast. Die Sehnsucht entsteht immer in der Not. Das heißt, wenn es draußen zusammenbricht, ist die beste Zeit, mit Dingen in Berührung zu kommen, die helfen. Ja. Als ich dich kennengelernt habe, wir saßen in einem Raum, da war es ganz ruhig, und du hast in einem Buch gelesen, was mich sofort total angezogen hat. Ich habe in dem Moment in einem Buch gelesen, was Rita mir gegeben hat, auch ein sehr spirituelles Buch. Und du hast in einem Buch gelesen mit jüdischen Schriftzeichen drauf, hebräischen Schriftzeichen, Entschuldigung. Ja. Was war das? Das ist sehr ähnlich. Es sind hebräische Schriftzeichen natürlich, das ist die heilige Schrift. Und du brauchst, um darauf zurückzukommen nochmal, du brauchst nicht dran zu glauben. Das ist wie Homöopathie. Da brauchst du auch nicht in das Zuckerkügelchen glauben. Ne? Hast eine Beule, stößt dich, nimmst Annika C30 und die Beule geht weg. Da ist also irgendetwas drin, was keiner lesen kann, was keiner nachweisen kann. Und dennoch verschwindet die Beule. Mhm. Also, dass es da irgendwelche Dinge gibt, die wirken, ohne dass der Glaube involviert sein muss. Mhm. Sind mir die Liebsten, weil dann kannst du es einfach machen. Du brauchst es nur konsumieren. Du guckst diese Schriftzeichen an. Die gibt es für verschiedene, die gibt es für edlen Wohlstand.
zum Beispiel, ne, dass du Wohlstand bekommst. Du scannst diese drei Buchstaben jeden Morgen beim Spiegel, wo da, wo sie dir auffallen. Ja, ich kann mal zeigen, welche ich gezogen habe, weil ich das super spannend finde. Ja. Und woher hast du das bekommen, dieses Wissen, von dem wir hier reden? Du hast vorhin gesagt, du hast mit 16 angefangen zu suchen, bist ein Suchender. Ja. Und da kann ich jetzt direkt noch einen raushauen. Und der Satz, mit dem du mich super beeindruckt hast, weil ich bin ja immer so ein bisschen so ein unruhiger Mensch, der denkt, oh Gott, das und jenes. Und dann hast du gesagt, Tobi, wenn du Unruhe fühlst, da kannst du jetzt zum 19. Retreat fahren oder akzeptieren, dass noch was Großes wartet so auf dich. Ganz genau. Also wir spüren das. Wir spüren, wenn wir völlig glücklich sind, leben wir einfach so weiter. Das ist das Beste. Da brauchen wir nicht viel Gedanken machen. Soll ich einen Job ändern? Soll ich meinen Partner wechseln? All das ist egal. Wenn ich glücklich bin, bin ich auf dem richtigen Weg. So, und dann spüren wir irgendwann so ein Unwohlseinsgefühl und das wird vielleicht stärker. Und wenn ich nicht dem nachgehe, wird es noch stärker und immer stärker. Und dann ist es irgendwann so, dass ich es nicht mehr verdrängt kriege. Vielleicht auch eine Krankheit, die chronisch wird. Und dann beschäftigt man sich tatsächlich mit diesen Dingen. Was kann ich denn tun? Und mich haben immer schon diese alten Dinge. Wir sind ja heute so, dass wir sagen, wir sind Wissenschaftler. Wir haben das alles früher, weil die Menschen so naiv waren. Da hatten die doch gar nicht, die haben noch an Geister geglaubt und weiß ich nicht was. Und wenn man sich damit beschäftigt, dann sieht man, das wirkt. Es wirkt auf allen Ebenen. Es wirkt materiell, es wirkt körperlich, es wirkt auch für dein, um das zu finden, warum du hier bist. Ich bin ja nun auf der Suche nach dem, was ist mein Grund? Ich bin kein Zufall, denke ich immer, und dementsprechend. Du bist nicht nur kein Zufall, du hast mir erzählt, dass du gibst ja seit 30 Jahren auch Seminare und die Leute kamen bisher komplett ohne Werbung, du hast da so ein Wort für gebraucht gestern Abend beim Abendessen. Magst du es nochmal sagen, was du eigentlich nicht tun möchtest? Ich fand das auch sehr beeindruckend. Buhlen. Nicht um etwas buhlen. Ja. Das heißt ja, dass du vertraut hast, 30 Jahre, dass von alleine Menschen kommen und die kamen. Du hast ja auch nicht gesagt, Tobi, nimm mich hier in das Podcast-Interview. Ganz im Gegenteil, ich habe dich ja gebeten. Ja. Und du hattest auch kurz darüber überlegt, kann ich das, will ich das? Also dem geht immer etwas voraus. Glaube ist ja etwas, was in uns ist, was entsteht einmal. Es entsteht über Referenzerlebnisse, es passiert immer wieder. Du gehst auf die Bühne und es klappt, du bist aufgeregt, dann klappt es doch. Und das ist also etwas, was in uns ist. Der Glaube ist in uns. Und wenn ich daran glaube, dass wenn ich anklopfe, wenn ich also sage, Mensch, ich habe ein Problem, das kriege ich nicht allein gelöst. Und das ging dem voraus. Und das mache ich mein Leben lang eben aufgrund der Begegnung mit Meistern. Ich wollte ja immer diesen Meister begegnen. Was machen die? Wieso hörst du die? Wieso haben die übersinnliche Fähigkeiten? Wieso können die dich erkennen? Woher wissen die, die du in der Gegenwart so eines Meisters lügst du nie? Du kannst nicht lügen. Du merkst, der durchschaut dich sowieso. Du sagst etwas, bist begeistert. Also du bist einfach ehrlich. So. Und welchem Meister bist du denn als erstes begegnet? Na, ich war in Indien. Ich habe natürlich in Indien gesucht und die ersten Begegnungen waren so mit einer Frau, mit der Amma, Mata Amritananda Mai, von der hieß es also, dass sie eben Leprakrank geheilt und Todgeweihte, und die wollte ich mir anschauen. Das ist eine, ist die eben materialisiert, die also Dinge aus dem Nichts zaubert und das, was man so über die Heiligen erfährt. Und das war auch kein Zufall. Mein Lehrer, mein damaliger Meister, hatte mir erzählt, die hat so ein merkwürdiges Lachen. Und das war eine Gruppe von 100 Leuten. Und nachts hörten wir alle dieses Lachen. 11 Leute. Und diese von ihr? Von ihr. Und dann haben wir alle gesagt, das ist kein Zufall. Wir fahren nach Indien. Und dann bin ich also den indischen Heiligen begegnet. Moment, du hast das gehört? Wir haben alle das gleiche Lachen gehört. Wir haben es vorher noch nie was von ihr gehört. Im Kopf? Im Kopf. Und das ist das Ungewöhnliche, dass du diese Heiligen können es tatsächlich so, dass du eine Stimme, als sie mich dann auch in den Arm nahm, hörte ich tatsächlich mein Mantra im Kopf. Im Kopf, jetzt bin ich ins Ohr geflüstert. Das Mantra, was sie dir gegeben hat. Und wie lautet dieses Mantra? Möchte ich nicht sagen. Also du kriegst also dort ein Mantra, das Mantra hilft dann dir über alle Schwierigkeiten hinweg. So, und deswegen besucht man vielleicht diese Heiligen, so habe ich angefangen. Du hast erzählt, dass du gesehen hast, dass sie Leprakranke in den Arm genommen hat. Ja, sie hat alle in den Arm genommen. Also wirklich, die Inder waren sehr schwer krank und die haben keine Möglichkeiten, sich zu waschen, und die rochen alle. Und dann kommst du einmal nah und denkst, ja, die muss aber auch ganz schön unangenehm riechen. Und sie roch wie eine Rose. Und daran erkennst du auch, da ist irgendwas Sonderbares.
ne? Und dann habe ich die heilige Asche bekommen. Alle haben Bonbon bekommen, ich habe heilige Asche. Und die riecht heute, 30 Jahre später, noch genauso, wie sie damals gerochen hat. Das heißt, da ist also etwas, was man nicht erklären kann. Und am Anfang seines Weges ist es hilfreich, wenn man Dinge erlebt, die man zwar liest, aber die man selbst, ja, man kann sie glauben oder auch nicht. Wenn du sie erlebt hast, verändert das schon mal etwas in deinem Leben, dass du es für möglich hältst, dass es höhere Sinne gibt. Also die höheren Sinne haben mich interessiert. Der Schritt, nach Indien zu fliegen, überhaupt, ja, ist das den Meister Lachen zu... Kopf. Ja, okay, ja, das habe ich verstanden. Aber der Schritt davor, ja, sich große, tiefe Fragen zu stellen und nicht, keine Ahnung, einfach nur dahin zu leben. Woher kam das denn? Also bei mir und bei vielen anderen immer aus einer Krise heraus. Mhm. Du hast eine Krise, die hat man ein- bis zweimal im Leben. Und diese schwere Krise sorgt dann dafür, dass du dich auf den Weg machst. Das erlebt jeder. Also was war deine Krise denn? Ich brauchte es schon ziemlich hart. Ich habe eine große Firma verloren, die ich aufgebaut habe. Mein Lieblingsmensch ist gestorben und meine Partnerin hat mich verlassen. Also denn so ein Dreierschlag in drei großen... In einem zeitlichen Ab... Nee, sofort. Alles hintereinander. Ja, alles auf einmal. Wenn das Universum zuhaut, dann richtig. Ja, ja, genau. Und in dieser Krise wird es nötig. Dann geht man in die Knie, sage ich mal. Wie so ein Boxer gehst du in die Knie. Und das geht bei ganz vielen, wenn man also viele Lehrer fragt, wie seid ihr auf den Weg gekommen, fast alle über eine Krise. Und wenn du dann bereit bist, dann heißt es, stellt sich der Meister ein, der Lehrer. Mhm. Ich habe also 15 Jahre gewartet, bis ich einem begegnet, und dann bin ich wirklich einem begegnet. Und der hatte noch andere Fähigkeiten. Nach Indien dann wiederum. Das heißt, der genau. erste Kontakt in ja. diese Welt war in Indien. Und dann hast du gesagt, okay, genau. jetzt gehe ich weiter diesen Weg. Genau, ja. Man sollte ja einen Meister sagen, der einem entspricht. Das heißt, ich hatte nie vor, wie ein Asket in Indien zu leben. Es entsprach nicht meinem. Ich habe also dort zwar begonnen, aber ansonsten solltest du dir einen Lehrer suchen, der so lebt, wie du leben möchtest. Du hast sogar noch was anderes gesagt vor ungefähr anderthalb Wochen. Du hast gesagt, es hat auch einen Grund, warum wir in diesem Kulturkreis hier geboren wurden. Natürlich. Also wären wir Inder geworden, wäre das auch okay, da so zu leben. Das heißt nicht, dass niemand nach Indien gehen soll, aber es hat ja einen Grund, warum wir hier in diesem Kreise geboren wurden, oder? So sehe ich es jedenfalls. Mhm. Ich sehe es so, dass du hier deinen Platz hast und kannst Buddhist werden, du kannst den christlichen Glauben behalten. Wir sind hier geboren und ich glaube, das ist, du kannst auch Schamanen nach Südamerika gehen und dort die Schamanen studieren. Aber ich glaube, dass es nicht ohne Grund ist, dass wir hier sind, weil wir hier es am besten praktizieren können. Mhm. Das ist meine Auffassung. Ich wollte also schon hier in Deutschland leben und bin dann tatsächlich hier einem begegnet, denn nochmal eine andere Inspiration für mich hatte. Also will ich seine, hatte Fähigkeiten, die ich dann 20 Jahre studiert habe. Er konnte tatsächlich deine Gedanken lesen. Er wusste, was du machst. Er hatte Fähigkeiten, er brauchte etwas sagen und es passierte. Also diese Fähigkeit, nicht nur, dass du das denkst, ich bestelle einen Parkplatz oder so, sondern einfach die Fähigkeit, dass er mental es erzeugen konnte. Und das hat mich so fasziniert, dass mich interessiert hat, wie macht der das? Und dann habe ich ihn sozusagen gestalkt, bis ich es wusste. Und war dieser Schritt ursprünglich geboren aus dem Schmerz, also was da alles passiert war? Ja, immer. Also aus dem Schmerz, und muss es nicht zu sehr zum Leiden kommen lassen. Aber es ist ein hilfreicher Anschub, und das sei auch denen gesagt, die jetzt Angst haben, die verwirrt sind, die sagen, mein Gott, was passiert mit meinem Job, die Ängste haben, wir spüren alle, es kommt was auf uns zu, was wir nicht kennen. Es jetzt kommt, gerade in dieser Zeit. Ja, auch, ja, es ne? kommt was auf uns zu, was wir nicht kennen, und wir haben keine Antwort auf unserer Festplatte. Das heißt, das hat keiner in der Schule gelernt. Das hat keiner, seine Eltern konnten dir das nicht beibringen. Es hat keiner der heute Lebenden erlebt. Mhm. Und wenn so etwas kommt, dann ist natürlich eine Unsicherheit da und eine Angst. Das ist ganz klar. Und es gibt aber eine Lösung. Und diese Lösung heißt einfach, dass ich die weitere Sinne entwickeln muss. Mhm. Also riechen, schmecken, die fünf Sinne kennen wir alle. Dann kommt der sechste Sinn. Mhm. Und dann kommt der siebte Sinn, und das steckt auch hinter der ganzen Arbeit, die mich am meisten fasziniert hat. Irgendwann fasziniert dich etwas am meisten. Was ist es denn bei all dem? Und was ist das? Und das sind diese Sinne, die wir als nächstes entwickeln sollen, vermutlich. Das wäre also tatsächlich der siebte Sinn, kennt man vielleicht vom
vom Autofahren, dass du sagst, gibt's doch, gab's doch früher im Fernsehen, der siebte Sinn, als ich noch Fernsehen geguckt habe. Ja, kennst du das noch? Genau. Ja, diese der siebte Sinn ist, und das passt auch gut, also der, wenn du im Auto fährst, manchmal guckt man nach rechts, dann guckt der auch. Es der merkt also, er wird angeschaut. Da ist also etwas, Intuition. Wir nehmen etwas wahr. Wir nehmen nämlich eine Energie wahr. Mhm. Ne? Motorradfahrer, der siebte Sinn ist ja, Motorradfahrer, die wissen vorher, dass der gleich rüberzieht. Also Dr. Joe Dispenza sagt, du machst das Feld größer. Genau. Ne? Dass du nimmst nicht mehr so wahr, sondern plötzlich so. Genau. Mhm. Und das ist es. Wenn du in diese Welt eintauchst, dann weißt du, Hellsichtigkeit ist das Stichwort. Hellsichtigkeit klingt jetzt marktschreierisch, aber das ist es, dass du tatsächlich weißt, was passieren wird. Ich rück mal ein bisschen näher an dich ran, weil du rückst immer weiter weg, sonst bist du gleich aus dem Bild. Vor Angst vor was. Okay, das habe ich verstanden. Ja, also diese Sinne entwickeln, das ist im Grunde das, und das haben die Menschen über die Meditation studiert, festgehalten, und das kann jeder praktizieren, egal welche Schulbildung, egal was er. Das heißt, Meditation ist das, was genau das schärft. Ich habe das ja erst ich habe das ja früher belächelt, bevor ich bei Dr. Joe das erste Mal war, habe ich gedacht, die Leute haben alle nichts zu tun, bis ich dann gemerkt habe, dass diese Fokussierung, dieses Pendel in die Mitte bringen. Ich würde diese Karte, von der wir vorhin gesprochen haben, fast damit vergleichen, weil auch das ist ja eine Form des mal kurz Innehaltens. Ich habe ja vorhin kurz versprochen, dass ich euch die einmal raussuche. Meine Karte, darf man das zeigen oder nicht? Klar. Ja. Meine Karte sah dann so aus. Und da steht drauf, Mem Bet Hey, liest man von rechts nach links. Aber du hast gesagt, ich muss eigentlich gar nichts tun. Und da ist dann quasi meine Meditation drauf für das, was ich jetzt jeden Tag lerne. In meinem Fall geht es um die Wiederherstellung, beziehungsweise die Verbindung zwischen den Welten. Ne? Genau. Und ich sage euch das deshalb, weil ich glaube, dass wenn ich so etwas als tägliches Ritual mache, mich auch mal rauszunehmen kurz, das ist das, was ich mit Meditation gelernt habe, bin ich ja viel leistungsfähiger danach. Es ist ja nicht nur, dass ich danach spirituell in einer Glasglocke sitze. Ganz im Gegenteil. Ich kann danach ganz anders für andere agieren. Ja, das ist das eine, dass du Ruhe hast. Also man darf das nicht verwechseln. Das sind Meditationstechniken, die ich vermittle. Oder die überhaupt vermittelt werden. Du kannst Meditation nur erleben. Meditation ist dann dieser Zustand der absoluten Klarheit, wo du eine Frage stellst und die Antwort bekommst, wo du also über ein Problem meditierst, wie im Zen-Kloster meditierst du und gehst in diese Trance, in diesen Bereich zwischen Wach und Schlaf, und in diesem Bereich kommt jemand, wenn du schläfst, kommt er leicht und tippt dir mit dem Stock drauf, damit du wieder in diesen Mittelbereich gehst, und plötzlich hast du die Idee, was du machen willst. Also so war es bei mir auch. Ich habe dann diese, was ich in meinem Leben machen will, vor mir gesehen als Vision, und das ist ein Zustand Meditation. Das andere sind die Techniken, dass du ruhig wirst, aber Ruhe ist nicht das, Du hattest Klarheit dann plötzlich. Absolute Klarheit. Und ich habe dich jetzt erlebt in den letzten Wochen auch, du bist jemand, der das dann auch umsetzt. Ne? Also wir reden ja in diesem Podcast sehr offen. Du hast mir erzählt, wenn ich das sagen darf, dass du geträumt hast, dass du zum Beispiel Silber anschaffen sollst oder Gold. Bei dem, was jetzt kommt in den nächsten Jahren, jetzt wird es ein bisschen ökonomischer, aber du bist dann keiner, der sagt, eigentlich gucke ich mal doch lieber Fernsehen, sondern du bist dann jemand, der setzt das dann um. Ja. Also aus meiner Sicht, die eine Art der Meditation ist, oder der Meditationstechnik ist, du hast einfach Ruhe, du kommst, fährst runter, bist überdreht und fährst dann runter. Das ist aber, ich sag mal, nur ein Bereich. Der Hauptbereich für mich war immer, wie löse ich meine Lebensprobleme, darüber nachzudenken. Du musst sie erstmal in den Fokus nehmen. Wenn es Geld ist, dann konzentriere dich auf Geld. Wenn es der Beruf ist, dass der nicht stimmt, dass er dich unglücklich macht, konzentriere dich nur darauf, auf deinen Bereich. Das heißt, du denkst über dieses Problem nach, sprichst vielleicht mit jemand drüber. Und dann gibt es Meditationstechniken, richtige Techniken, unterstützt durch sowas hier, durch Mantren singen, unterstützt durch solche Karten, die dazu führen, dass du plötzlich auch eine Begegnung hast. Ich kannte dich nicht, du kanntest mich nicht. Warum sitzen wir beide plötzlich nebeneinander? Warum und ich war in diesem Raum vorher noch nie, und ich hatte dieses Buch auch gerade erst von Rita bekommen, was ja unsere Verbindung war, dass wir so ein quasi spirituelles Buch gelesen. Du liest Christina von Dreien, die liest ja auch nicht jeder Mann. Und mein Sohar, das ist im Moment tatsächlich das, was ich glaube, was in dieser Zeit den Menschen am allermeisten hilft. Das ist vor 2.500 Jahren auf die Erde gekommen, das ist der jüdische Bereich.
Und wieso begegnen wir uns dort? Hm. Weil dem ging voraus, dass ich schon gefragt habe, was soll ich tun? Weil meine Seminare sind genau wie deine Veranstaltung nicht mehr möglich im Moment durch Corona. Und dann du hast übrigens mit, schon wenn ich unterbreche, aber das ist super interessant für die Zuhörer hier oder Zuschauer. Du hast mit Bärbel Mohr oder Möhr, wie heißt sie? Bärbel Mohr. Mohr, die Bestellservice beim Universum geschrieben hat, zusammen Seminare gegeben. Die ist ja in unserer Szene auch ein Celebrity. Und ihr habt das zusammen gemacht, ne, vor ihrem Tode. Ja, Bärbel war bei dem gleichen Meister. Wir waren beide zusammen. Sie war in einer Einzimmerwohnung in München, hatte sie gelebt, hatte nichts. Ich habe in einer, ich hatte auch alles verloren. Ich habe bei meinen Eltern mit 30 Jahren wieder gelebt, weil alles war weg. Kenne ich. Habe ich auch schon. Und wir waren beide bei dem gleichen Lehrer. Und sie hatte plötzlich die Vision, ich schreibe etwas Positives. Ich schreibe ein Buch über das Positive in der Welt. Das nannte sie dann Sonnenwind. Ich war mit ihr erster Abonnent, 5 Mark, weiß ich noch. Und da hat sie dann 5 Jahre lang an diesem Buch geschrieben, immer wieder rausgebaut, aber nichts verdient, sondern sie hat es einfach gemacht. Mhm. Und dann schrieb sie ja Bestellung beim Universum. Und damit hat sie was verdient. Das war ja ein Millionen-Bestseller. Ja, leider auf Platz 1. Also du musst auch manchmal einfach geben. Sie hat einfach gesagt, nein, ich bleib dabei. Ich sag, schreib doch was Negatives. Das wird richtig Absatz finden. War natürlich ein Scherz. Aber sie war auch inspiriert durch den Erhard und durch diese Seminare. Viele sehr erfolgreiche sind über diesen Bereich hervorgegangen. Wie sind die alle dahin gekommen? Mit derselben Frage nach Suche nach mehr oder durch Schmerz? Wie findet sich eine solche Gruppe? Wie findet sich eine solche Gruppe? Zunächst mal ist es so, dass alle viele Schmerz, ne, viele Partnerschaft verloren oder naher Mensch gestorben oder ihr Geld verloren. Und Freitag war nun jemand, der auch Wohlstand gelebt hat. Das hat mich auch interessiert. Ich wollte Millionär werden wieder. Ich wollte wieder das Leben führen. Ich möchte auf Schiffen leben. Ich möchte ein freies Leben führen. Das ist ganz wichtig. Also Spiritualität und materieller Wohlstand ist ganz wichtig. Das ist nicht keine Askese leben. Ne? Also klar, hat nicht jeder diesen Wunsch. Manche möchten anders leben. Gerade in der Zukunft wird das sicherlich auch die Zukunft werden, dass die Menschen mehr zusammenwohnen, gerade junge Menschen werden in Gemeinschaften leben. Mhm. Also ich denke schon, dass es dieses Modell der Familie-Ehe hoffentlich erhalten bleibt, aber in anderen Feldern, dass sie also scheren, dass sie sich das teilen. Das kommt. Aber nochmal deine Frage, wie sind die dahin gekommen? Die sind alle durch eine Not dahin gekommen. Mhm. Jeder geht auf den Weg, wenn Not kommt. Mhm. Und das immer wieder gesagt, das, was auf uns zukommt, wird uns Not bereiten. Beim Abstürzen im Flugzeug beten alle, ne? Ja. Hast du das nicht gestern gesagt? Flugzeug mit starken Turbulenzen gibt's keine Atheisten, das heißt, da betet jeder, weil es einfach so, 95% auf diesem Planeten beten in der Not, wenn es ihnen gut geht, nicht. Aber, ist Meditation beten? Es gibt, also alle Meditationen gehen über den Atem. Es gibt eine sehr mächtige Meditation, die ist, von der heißt es, mit der ist Buddha erleuchtet worden, sehr mächtige Meditation. Können wir mal machen. Machen wir hier auf dem Balkon. Nehmen wir euch mit Insta Live, oder? Genau, machen wir gemeinsam. Genau. Ja, Live, das ist, die führt sehr stark nach innen. Dann gibt es Gebetsmeditation, sehr verbreitet. Also, dass du also tatsächlich mit dem Gebet, das kennt man aus Tibet, wenn die sich auf den Boden legen, oder über die Bewegung. Das sind diese 3 Meditationstechniken. Kann man sich auch bei dir was runterladen, ne? Also du hast ja einige aufgesprochen. Ja. Können die Menschen, die hier zuhören, sagst du mir noch was Interessantes? Also ich würde dann gerne, mache ich. Hatte ich heute Morgen unter der Dusche noch gedacht, Mensch, die Ziele erreichen wäre bestimmt was Schönes. Das kann man, weil das Ziele ist ein schöner Einstieg in deine Arbeit. Ne? Ja, da schläfst du ein und dann brauchst du wieder nichts tun. Du kannst dabei einschlafen. Es wird also hineingelegt. Aber ja, das können wir hinterher zur Verfügung stellen. Ja, was ich gerne unbedingt noch mit dir besprechen wollte, und das fasziniert mich auch sehr an dir. Du bist sehr spirituell, auf der anderen Seite weltlich, aber auch sehr, wie soll ich es, vorbereitend. Du sagst zum Beispiel, also das, was jetzt hier kommt in den nächsten Jahren, du bist jetzt nicht so, der sagt, ich meditiere jetzt hier, alles wird gut, sondern du sagst, da kommt was auf uns zu. Deshalb hast du auch Silber angeschafft und sowas. Du hast es als den Kampf zwischen Gut und Böse, der seit Jahrtausenden von Jahren da ist, beschrieben. Und gerade ist hier richtig was los. Ich glaube, das fühlt ja auch jeder, der sich ein bisschen
damit beschäftigt. Kann ja keiner in die Zukunft schauen, aber du bist jemand, der sich schon vorbereitet. Also auf zwei Wegen erfährst du es. Einmal über das Gefühl, das kriegen die meisten mit, es fühlt sich nicht gut an. Das heißt, irgendwas stimmt hier nicht. Und das merken die meisten, dass was nicht stimmt. Aber sie können es nicht orten. Sie können auch nicht, wissen auch nicht genau, was sie tun sollen. Und wenn du dich mit diesen Meditationstechniken und auch speziell mit bestimmten Gebetstechniken befasst, dann kriegt es der eine über Träume. Das heißt, es wird dir in der Tat über den Traum erzählt. Also ich bin 2018 im September, träumte ich, dass ich durch meinen Ort ging und überall standen die Häuser leer. Und dann bin ich mal reingegangen und kein Mensch da. Und dann war ich in einem Haus und dann kam ein Bewohner, ich sage, Mensch, tut mir leid, dass ich in Ihr Haus gehe, was ist denn los? Und dann sagte der mir, ja, haben Sie es denn nicht gehört, wir sind alle enteignet worden. Und dann eine ganz laute Donnerstimme, kauf Gold. Mhm. Und dann bin ich aufgewacht. Das heißt, du wirst auch, und dann habe ich einfach das, was ich besaß. Die drei Euro in Gold getauscht. Nein, es ist schon so, dass du konkret gewarnt wirst, ganz konkret. Warum hören es trotzdem so viele nicht? Weil sie A, nicht hinhören. Du kriegst Zeichen, also du sagst, oh, das ist ein merkwürdiger Zufall, eben sprach ich darüber und jetzt erzählt er davon. Das erleben wir alle, es fängt immer mit einem Zufall an und den dürfen wir nicht abtun. Das ist also das spannendste Thema überhaupt. Ich rück den Computer immer weiter in deine Richtung, du bist weit im Schrank. Ich rutsch weiter an dich, also das ist auch das, was alle Menschen fasziniert, denke ich, diese Zeichenmystik, dass du also verstehst, warum fährt das Boot da jetzt gerade aus dem Hafen? Ich habe gerade darüber nachgedacht, sollte ich eigentlich das Land verlassen? Dann fährt ein Boot aus dem Hafen. Ja, ist ein Zufall, ist kein Zufall. Und wenn man sich in diese Welt begibt, dann wird man geführt. Wie machst du das mit deiner Ratio? Also Rita ist ja auch sehr spirituell. Ja, ja. Und ich habe sehr viele Menschen in meinem Umfeld, da muss ich immer aufpassen, dass mich das nicht triggert. Da bin ich ganz ehrlich zu dir. Oh, es ist 11.11 Uhr. Oh, guck mal, 22.22 Uhr. Ein Teil von mir sagt dann, es ist jeden Tag 22.22 Uhr. Ja. Weißt du, was ich meine? Wie schaffst du das, diese Dinge zu sehen, ohne dass dein Verstand dann sagt, ja, ist doch klar, logisch ist jetzt 11.11 Uhr. Aber verstehst du, was ich meine? Das ist auch das, was die meisten Menschen am Anfang haben, dass sie sagen, ist das jetzt meine innere Stimme? Ist das wahr? Oder ist es Zufall? Das heißt, dies zu orten. Soll ich das jetzt tun? Soll ich meinen Job verlassen? Das ist immer ganz einfach. Wenn da jemand ist, der dich mobbt, der dich ärgert, dann ist das hochgradig wertvoll, weil du hast es vorher nicht verstanden. Mhm. Dieser Mensch ist da, um dich auf den anderen Weg zu bringen. Also seht es nicht auch. Tolle Einstellung. Nein, das sind die groben Zeichen. Also wenn du die Feinen nicht gesehen hast, dann kommen die groben Zeichen. Die gehen in Krankheiten, erst nur Schnupfen, dann chronische Schnupfen. Wenn du nicht reagierst, wird schon irgendwas. Es gibt kein Point of No Return, aber die Zeichen gehen dann meist übers Körperliche. Mhm. Allergien und also wenn man mal das meistgelesene Buch oder mit das meistgelesene Buch, ich glaube, der Alchemist von Paulo Coelho. Mhm. Paulo Coelhos Bücher handeln nur über die Zeichen. Ne? Selbst solche machen, der macht jetzt Zeichenmystik, der sagt, soll ich meine Frau heiraten oder nicht? Wenn das Eis hält, dann sind sie am Brunnen, das Eis ist so dünn, wenn es hält, heirate ich sie, wenn nicht, dann nicht. Das heißt, das ist auch eine Technik, weil sie darauf vertrauen, da ist eine geistige Welt und die greift ein. Das ist so bei vielen der Grund, da ist eine geistige Welt, die greift ein, manche glauben an Engel, manche so. Mhm. Und wenn du dich in diesen Bereich begibst, dann ist das auch so. Das heißt, dann ist dein Glaube so fest, dass für dich gesorgt ist. Da will ich noch einmal drauf eingehen. Glaube, ja. Du hast, ich habe mir viele Dinge abgespeichert, die du gesagt hast. Nee, und dann brich mich mal. Nee, gar nicht. Ich finde das ja toll. Neben der, wenn ich unruhig bin, da kommt wahrscheinlich noch, was hast du gesagt, dass bei dem, was jetzt kommt, gibt's eine große Anzahl. Du hast 90% gesagt, die fallen, wie auch immer man das interpretieren will. Und 10%, die verstehen halt, was hier gerade wirklich abgeht. Ja. Ich zitiere dich jetzt einfach nur. Was glaubst du, wird das sein? Also das grundsätzlich ist es so, dass viele Menschen etwas entdecken werden, nämlich zurückfinden, welche Fähigkeiten sie in sich haben. Nämlich, dass sie ganz andere Sinne haben. Das ist der Sinn. Der nächste Schritt der Evolution sind Sinne, die können sich die meisten gar nicht vorstellen. Aber auf der Erde da draußen, überall laufen Menschen, die haben diese Sinne. Die gehen aber nicht los und sagen, ah, ich bin der und ich bin der Heiler. Und das machen die nicht. Die sind unerkannt. Mhm. Aber sie führen sich durch Zufall, werden sie zusammengeführt. Mhm. Einfach
durch Resonanzgesetz. Ne? Wenn ich sage, ich brauche jemand, der mir hilft, und dann sitzt du neben mir und dann, ich kenne dich ja nicht, aber da ist etwas und da bin ich einfach dankbar, dass dann irgendwas uns zusammenführt. Und die andere, da können wir drauf vertrauen, hundertprozentig. Du ziehst das richtige Buch, du begegnest dem richtigen Menschen. Und das unterstützt man durch bestimmte heilige Gesänge. Das machst du jeden Tag. Ich arbeite das fast ab. Ich mache eine 20 Minuten, mache ich meine Rituale. Das reicht. Und die andere Seite ist dann Netflix etc. etc. Das Betäuben oder? Naja, du musst davon ausgehen, wenn 90% fallen, dann ist damit zunächst einmal gemeint, 90% fallen, 10% wird es wesentlich besser gehen als vorher. Und zwar, das mag materiell sein. Ich finde, materiell ist gut und materiell ist auch wichtig. Ich liebe das auch. Ich kann mir alles kaufen. Ich brauche nicht mehr arbeiten. Ich kann mir alles kaufen, was ich je wollte. Ich habe das Leben, was ich immer führen wollte. Mhm. Und das verdanke ich diesen Techniken, wenn du so willst. Das verdanke ich diesen Menschen, denen ich begegnet bin, und die mir da geholfen haben, und ich habe aber dran geglaubt. Also auch wenn jemand zu dir kommt, ich habe, du hast ja auch investiert, ne? Also es ist ja nicht, das kam ja nicht Zeit und Geld. Ja. Natürlich Zeit und Geld, aber das Wesentliche ist, was man auch wissen muss, selbst wenn man zu einem Meister kommt, du bist auf einem bestimmten Gebiet Meister, finde ich. Also du hast mich zum Buchschreiben gebracht. Also ich will seit 20 Jahren ein Buch schreiben. Meine Frau hat mir jeden Tag gesagt, Fred, fang an, dein ganzes Wissen, es darf doch nicht verloren gehen. Ja, habe ich auch gesagt, sag mal, Fred. Ich habe immer gesagt, ja, morgen fange ich an. Ich hatte da also so tatsächlich so einen Morgen. Und dann kommt Tobias und ich habe sofort angefangen. Also da ist schon eine Magie. Motivieren mit kann er. Nein, das ist schon eine Magie mit dir. Das ist ja nicht, das wissen ja auch alle, die dich verfolgen. Wir wissen, braucht er uns nicht zu sein, das ist mir selber, das ist ein magisches, und vor allem bist du lustig, das ist immer ein Zeichen von Spirit. Aber das Entscheidende ist, selbst du schaffst es nur 90% abzunehmen. 90% der Probleme, 10% musst du zu Hause lösen, und zwar in der Energie, in die du einen Menschen bringst oder auf ein Seminar, so 2-3 Wochen Zeit, hat selbst dieser Meister gesagt. So viele haben Angst, Fehler zu machen, trauen sich deshalb gar nicht in das Exponieren rein. Ich glaube, dass viele auch jetzt, wenn sie dich reden hören oder uns, haben sie das Gefühl, oh wow, ich gehe mal beim Fred auf so ein Seminar, das mache ich. Ja. Der Schritt, dort wirklich anzukommen, sich hinzusetzen, in eine Gruppe von Menschen zu sitzen, die diese Themen bespielt, ist immens groß beim ersten Mal. Ja. Also ich erinnere mich ja auch daran, als ich vor 20 Jahren das erste Mal auf so einem Seminar war, da hat ja ganz viel in mir dagegen gekämpft, weil dir wird das Gegenteil von dem erzählt, was du vorher gehört hast. Und dieser Schritt ist für viele so groß. Und dann kommt der ganze Rest. Ich muss aber das, jenes tun, bevor ich mir Sein überhaupt leisten kann. Ja, das ist so. Ich hatte zu dem Zeitpunkt kein Geld. Ich habe es irgendwo herbekommen. Ich kann es heute gar nicht mehr sagen. Mit dem alten Wagen meines Vaters für die ersten Seminare. Ich habe einfach, beim ersten Mal war ich da, ich wollte weglaufen. Und dann habe ich gemerkt, wow. Was ist das? Und dann habe ich gemerkt, ich wusste immer vorher, was er sagt. Das heißt, diese Hellsichtigkeit, ich habe dann ja 10 Jahre Hellsichtigkeitsseminare mit Geld-Zurück-Garantie gegeben. Also wenn man jung ist, macht man so verrückte Sachen. Hat auch nur. Und hat jemand genommen? Einmal habe ich freiwillig jemanden gebeten zu gehen, weil er mal Alkohol getrunken hat. Das funktioniert eben auf Seminaren nicht, sondern du brauchst deinen eigenen puren Spirit. Ja. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Also das, diese 90% nimmt der dir ab, und dann hast du einen Zeitraum von je nach Stärke deiner Energie. Eine Woche, 2 Wochen, 3 Wochen, und da musst du es umsetzen. Du musst es angehen. Du kannst nicht sagen, ich mach's morgen. Du musst es machen. Wenn du eine Gehaltserhöhung haben willst, dann musst du hingehen, morgen, in dieser Space. Mhm. Dann spürt er das an deinem Blick, er merkt es an deinem Händedruck, er merkt es an deinem, wie du in den Raum kommst. You are in charge, ne? Der kann sich nicht wehren. Also dann, so habe ich es eben auch umgesetzt. Und dann, du hast mir erzählt, du bist zu deinem Chef gegangen. Ja, ja, ja. Was hast du ihm gesagt? Naja, man kommt in der Tat. Bitte jetzt nicht genau so nachmachen, nein, ihr Lieben. Ne? Also es sagt keiner, geht zu deinem Chef bei Lufthansa, wäre jetzt der komplett falsche Ansprechpartner gerade. Da brennt ja die Hütte. Nein, also es ist schon tatsächlich, komme ich nach einem Seminar und du bist dann anderer Dinge. Du bist tatsächlich gewaschen von Selbstwertgefühl. Wenn kein Selbstwertgefühl da ist, dann traust du dir das nicht zu. Ich finde Brainwash übrigens super. Das ist komplett falsch konnotiert. Ich liebe Brainwash. Ja. Den meisten gehört das Gehirn. Ja. Mir musste das Gehirn komplett mit Arche, Bleichmittel und Desinfektionslösung durchgespült werden. Ja. Sonst wäre ich nicht da, wo ich bin.
Ja, in der Tat, dann hat er mir, also tatsächlich, es war nun auch der bekannteste und erfolgreichste Hypnosetherapeut der Welt. Der konnte dir also ins Unterbewusstsein sprechen, subkutan, unter die Haut. Er hat dich angeguckt, hat das gesagt, du gingst in eine Trance und da hat er eben Techniken. Und dann hat er gesagt, Fried, du verdienst zu wenig, du bist viel mehr wert. Bist viel mehr wert. Ich war nur auch im Verkauf, ich war wirklich viel mehr wert, aber ich wusste es nicht. Und dann sagt er, das Doppelte bitte, nicht weniger. Und aber nur drei Tage die Woche, nicht mehr fünf. Das kam dann drei Monate später. Nein, ich will damit sagen, du kannst dich umprogrammieren. Und du, ob das jetzt gut war, dass er mir nun gesagt hat, ich verdiene das Doppelte. Ich saß dem Chef gegenüber und er sagte dann, er hat es auch gemerkt, ich muss einen Tag drüber nachdenken. Und er hat jede Mark zweimal umgedreht. Mhm. Und dann hat er am nächsten Tag gesagt, wir probieren es mal Herbst. Und dann hat er mir, beim nächsten Seminar kam ich dann wieder, ich muss sie sprechen, ich brauche mal einen Termin. Und dann hat er hat mir eingepflanzt, maximal drei Tage. Also hat dein Meister gesagt. Aber nicht weniger Geld, mein Meister. Das brauchte ich. Nicht jeder ist gut bedient mit mehr Geld und weniger Arbeit. Aber ich, für mich war es wichtig, damit ich den spirituellen Weg weitergehen kann. Ich saß also wieder vor meinem Chef und dann merkte er es wieder. Hat aber gedacht, oh Gott, da kommt er wieder. Jetzt will er mehr Geld. Diesmal aber nicht. Und dann kam einfach, ich möchte das Gleiche verdienen wie jetzt. Ich kann aber nur noch drei Tage arbeiten. Ich werde das Gleiche bringen oder mehr. Und seit 22 Jahren hatte ich dann eine Drei-Tage-Woche. Jedes Wochenende Ostern, das kann man gar nicht sich vorstellen, das kann man nicht glauben. Jedes Wochenende Aber wenn du Gehirn gewaschen bist, und dann kannst du es glauben. Und dann kannst du auch wirklich davon sprechen, das funktioniert. Aber wie gesagt, das, was bei dir ins Unterbewusstsein muss, das kann man nicht einfach so machen. Dann würden sich ja alle wünschen, ich will mehr Geld. Das ist es nicht. Arbeit auch. Es muss immer dienen und verdienen. Es muss immer im Ausgleich sein. Es muss immer für einen Ausgleich schaffen. Das Problem ist nur, dass die meisten eben wenig Wertvertrauen haben, dass sie also sagen, okay, ich glaube, ich bin das nicht wert, weil deine Eltern gesagt haben, ja, du, guck dir deinen großen Bruder an, was der macht. Guck mal, warum kannst du das alles nicht? Deine Partnerin, Frau, hat mir gestern beim Abendessen erzählt, dass wenn du bei der Nassauischen Sparkasse Geld abhebst, dann stehst du im Schalterraum und küsst das. Ja, auch ein Ritual. Auch von Erhard. Also ich küsse mein Geld. Ich küsse, das ist eklig. In Indien würde ich es vermutlich auch nicht machen. Aber ich küsse jeden Schein und sage, schön, dass du da bist. Ich hab dich lieb. Du musst es lieben, was kommen soll. Grüßt alle eure Verwandten und auch die ganz Großen und sagt, sie sollen alle mal vorbeischauen bei mir. Ich meine das aber ernst. Ich kann das auch nicht lassen. Ja, dann würde ja ein Schein enttäuscht sein. Der Schein ist traurig, weil man hat ihm erzählt, der küsst dich. Und jetzt kann er sagen, ich war bei Fred, der hat mich geküsst. Ich will da wieder hin. Und dann lebst du irgendwann in so einer merkwürdigen Welt. Die Leute halten dich wirklich für verrückt. Aber wie kriegst du das hin? Also das klingt erstmal lustig, ich verstehe es. Ich bin über sowas total offen. Ich werde es auch tun jetzt. Ja. Ich lese ja auch brav meine Karte, Membert Hay, von rechts nach links. Ja. Halten dich Leute für verrückt? Ich krieg's nicht mit. Ah. Also ich kokettiere nicht damit. Ich sage also nicht, ach, das ist schön, dass sie mich verrückt hat. Ich bin so anders, das gar nicht. Ah. Sondern wenn du auf den Weg kommst, das merkt auch jeder, wer beginnt mit diesem spirituellen Weg. Du hast zumindest gesagt, der ist leise, dieser Weg. Der Weg ist erstmal still. Das Stille bezieht sich nicht, also der mystische Weg bezieht sich nicht auch vielleicht auf die Gedankenstille. Aber in Wirklichkeit heißt es, schweig über das, was dir anvertraut wird. Je mehr Geheimnisse bekommst du. Das machen die meisten falsch. Die erleben das, dann erleben sie irgendwie eine außergewöhnliche, außersinnliche Erfahrung und erzählen die gleich den Nächsten. Das ist Gift. Das ist der Grund, warum sie abgeschnitten. Dann darf ich sowas nicht mehr laut erzählen im Podcast, die oder? Wirklich großen Dinge. Also die wirklich großen Dinge sind geheim. Ne? Also muss man einfach sagen, das ist mit Schweigen gemeint. Aber wir waren das, was du vorhin zum Beispiel mit dem Mantra gesagt hast, das wäre jetzt ein Schritt zu weit, das zu teilen. Ja, das mit dem, na, das ist jetzt Om im Riemklim Chamunda. Nein, ich meine das, was dir die indische. Das wäre Zugang. Genau, das meine ich. Das ist intim, das ist einfach so. Aber das meine ich. Das ist genau dieser Schritt, den du dann nicht teilen würdest, sondern die Erfahrung muss jeder selber machen auf dem Weg. Ja, es wird jeder Mystiker, das sind allen Weltreligionen gleich, die Mystiker sprechen nicht drüber. Die sagen, wer etwas weiß, der sagt nichts. Gibt es Magie? Ja, natürlich. Weil du sagst halt, dass
alle Großen das eigentlich machen und die Gesamtgesellschaft kriegt das überhaupt nicht mit? Naja, du fühlst irgendwann dich zu einer Seite hingezogen. Bei mir ist es die Mystik. Die Mystik heißt, die will nur verstehen. Die will nicht verstanden werden. Es ist eigentlich egal, was die anderen denken. Die will verstehen, warum ist das so? Warum ist Tobias mir begegnet? Wieso in diesem Moment? Und dann kriegen sie ja, die Gänsehaut und sagen, Wegen des Buchs, genau. Nein, wer lenkt die ganzen Dinge hier? Wer schiebt dich durch dieses Leben? Und das will der Mystiker, der Magier greift ein. Der greift, der nimmt eine gelbe Kerze, eine weiße. Ich mache es ein bisschen, weil ich 10 Jahre mit einem, mein zweiter Meister war ein Magier. Ein Magier, wenn nicht der höchste. Aber irgendwann fühlst du dich, es berührt mein Herz nicht. Es muss dein Herz berühren. Es muss, dass dir die Tränen laufen. Du spürst ganz genau, was dich glücklich macht. Und dann wendest du dich von ihm ein ab. Aber ich habe es kennengelernt. Ein Sufi-Meister, ein Magier und ein Mystiker. Mhm. Und du hast dann, das für dich vereint dann quasi? Ja, und dein Ding rausgemacht? Alle Weltreligionen haben großartige Meditationstechniken, die alle mächtig sind. Die gehören zum Gesuchtesten auf dieser Erde. Wenn die Menschen wüssten, wie einfach es ist, dann würden sie wenigstens mal sagen, ich probiere das einfach mal aus. Mhm. Ich gehe einfach mal und teste das. Und ich gebe ja sogar, habe immer Geld zurückgarantiert. Ich sage, wenn du nicht hellsichtig bist, wenn du nicht diesen Moment hast, wo da du hörst eine Stimme im Kopf oder du verstehst die Zeichen, dann kriegst du dein Geld wieder, weil du brauchst es nicht für Geld machen. Aber du hattest eben noch eine wirklich interessante Frage, die habe ich vergessen jetzt. Ich habe noch mehrere Fragen im Kopf, die ich dir gerne stellen möchte. Du hast auch gesagt, dass es verschiedene Welten gibt oder und wir sind hier gerade auf dem Lernfeld. Also das ist jetzt das, wie du dir das von deinen Meistern oder wie du es erklärst aus dem Schiff. Das hier ist das Lernfeld. Ja, das ist die untere Welt, das geht jetzt vom Lebensbaum, das geht über das Kabbalistische auch wieder, das aus dem Judentum. Kabbalah, ja, das Kabbalah. Und die Welten, die vier Welten, also die unteren drei sind zugänglich und wir sind hier in der tiefsten, im Umkehrpunkt, im Nadirpunkt. Das heißt, hier hat der Mensch die Möglichkeit umzukehren. Ne? Und da gibt es eben Menschen, die schreiben es in Märchen, in Gedichten, in ihren Büchern, in Kunst. Biografien, in Kunst vor allen Dingen. Wie komme ich rein in dieses Feld? Also wir haben die Möglichkeit, in so ein Feld, ins morphogenische Feld einzutauchen. Aber wie kommen wir da rein? Und das wusste eben der wirkliche Meister, der hat dich hingeführt. Er sagt, wir verabreden uns vor dem Eingang. Du brauchst nur einen Schritt machen, dann bist du drin. Und dort ist dein Schatz. Das ist das, was Aladdin beschreibt, diese Wunderlampe, die er rausholen soll für den, Aladdin ist bekannt. Ne? Aladdin und die Wunderlampe. Und das ist jeder große Künstler, jeder große Komponist. Alle kommen in dieses Feld oder Einstein oder Marie Curie, die aber auch erst arbeiten müssen. Die haben ja etwas, was noch nicht in dieser Welt ist. Das heißt, die kriegen ja ihren Nobelpreis für etwas, was es vorher nicht gab. Wie kannst du etwas, was es nie gab? Naja, die haben fast alle die gleiche Technik. Marie Curie auch im Traum. Ne? Die hat sich jahrelang beschäftigt und kam nicht auf den Gedanken. Und dann träumt sie etwas, geht an ihren Schreibtisch, schreibt das alles auf. Nächsten Morgen hat sie es natürlich vergessen. Und dann steht da steht dann ihr Nobelpreis. Alles fertig aufgeschrieben. Wo kommt das her? Wie kommst du rein? In deiner Interpretation aus dem morphogenetischen Feld. Genau. Weil das ist ja, ich kam vorhin auf Komponisten, wenn du diese Reportagen oder Bücher jetzt heutzutage von Mozart, Beethoven, wie sie alle und größten Künstlern, die sind alle irgendwann in dem, was sie tun, ja abgetaucht. Genau. Viele allerdings dann durch Drogen, Alkohol etc. gestorben, weil sie das nicht aushalten konnten, weil sie eher den Ruhm der äußeren Welt, weil das ist natürlich eine Energie, die du kennst. Ich kenne sie nicht in dem Ausmaß, aber wenn du vor 15.000 Leuten stehst, dann merkst du eine Energie, die auch ziehen kann, wenn du die nicht handeln kannst. Und wenn ein Michael Jackson so großartig da die ganze Welt, dann ist es schon eine Kraft, die dich nicht mehr schlafen lässt. Da kommt ja nicht mehr schlafen, dann steht man. Aber das Geheimnis der Kunst auch ist, wie komme ich in dieses Feld? Da gibt es ein schönes Beispiel mit Puccini. Puccini war jemand, der konnte nur schreiben. Da hat sein Verleger immer gesagt, guck mal hier, Mensch, Verdi, der schreibt hier alle eine Woche eine neue Symphonie und du, ja, er sendet nicht, ich komme nicht rein. Mhm. Ne? Und dann, wenn er reinkommt, dann ist es aber auch,
wirklich groß. Mhm. Nicht einfach nur Technik, sondern dann ist es was, also, was die Welt verändert. Also hier, und wenn du dieses das Requiem heute hörst von Puccini, dann geht der Himmel auf für viele. Viele sehen dann, oder Wagner, ne, Wagner ist ein schönes Beispiel. Bei Wagner ist es immer so, da sind die Mystiker, die kriegen dann Visionen, kriegen sie in Farben. Ist Musik sowas wie ein Fahrstuhl ist dahin? Ist ein absoluter Schlüssel. Musik, ein paar Töne, ist ganz vergänglich, ist sofort wieder weg, ist nur im Augenblick, nur im Hier und Jetzt hörst du den Ton. Und dann berührt er dein Herz und dann bringt er was zum Schwingen in dir. Ein Buch, ein Kunstwerk kann das auch. Das können Kunstwerke, darum lassen sich auch viele, das ist jetzt, glaube ich, keins, aber viele Politiker, viele sind ganz klar hinter einem Künstler. Das Bild ist wichtig, weil dein Unterbewusstsein sagt, aha, das will er. Also häng dir keinen Clown mit der weinenden Clown-Künstler. Dann will dein Unterbewusstsein, wird dann das erzeugen, das Ding, das will er also haben. Okay, also häng dir ein Bild hin, was dem entspricht, was du möchtest. Mhm. Schneide dir ein Kreuzfahrtschiff aus, wenn du nur auf Kreuzfahrten stehst, oder ein Flugzeug, wenn du eine Reise machen willst. Dein Unterbewusstsein sagt, aha, oder dein Haus am See. Ich habe mit Bärbel Mohr zum Beispiel 17 Punkte aufgeschrieben. Mhm. 17 Punkte, mein Haus, viele Bäder muss es haben, und eine Woche später war es da. Muss ein Schnäppchen sein. Das kann man sich nicht vorstellen, aber es ist ein wichtiger Satz darunter zu schreiben. Satz. Sag ich nochmal. Du musst es bestellen bei der richtigen Quelle, damit hängt es zusammen. Also nicht beim Universum, es wird immer ein Fehler mitgeliefert. Also angenommen, du lieferst den idealen Partner und dann hat er aber irgendeinen Fehler. Und diesen Fehler bestellst du mit. Okay. Und das ist nicht ganz ohne, diese Bestellungsgeschichte. Ich will nur sagen, dass es funktioniert hat. Ja. Eine Woche später hatte ich ein Haus mit 7 Bädern, 13 Zimmer am See, am Wald, bei Hamburg, ein Schnäppchen. Also wirklich 17 Punkte, das ist doch kein Zufall. Nein, da sind Dinge, aber das ist Magie. Das ist nicht Mystik. Das ist der andere Bereich. Und da muss man irgendwann, lässt man da die Finger von und sagt. Wenn wir nochmal auf diese Welten gehen, das hier ist das zum Umkehrpunkt. Also hier, Umkehrpunkt. Wie geht es dann denn weiter? Ja, nach oben. Es geht nach oben. Es gibt, müsste ich jetzt weiter aus. Ich habe Zeit. Ne? Also ich sitze ja hier gemütlich auf dem Sofa. Also ich sag mal, wo geht's hin, wenn man es ganz, ganz einfach ausdrückt? Es geht einmal ins Dunkle. Das Dunkle nimmt zu. Dunkelheit heißt einfach, die Welt ist grau. Du bist nicht glücklich. Du bist gereizt und verlierst Energie. Du hast ein Energieleck. Irgendwo in dir ist ein Energieleck. Du bist morgens erschöpft. Du hast nicht den Tag mehr in der Hand, sondern du schleppst dich über den Tag. Du schleppst dich über die Woche. Mhm. Du sagst auch, bald ist Urlaub. Du schleppst dich nur noch durchs Leben und hast gar keine Freude. Irgendwann mit 40 merkst du, das ist alles ruinenhaft. Früher hat mir das alles Spaß gemacht und heute macht mir das alles keinen Spaß mehr. Das ist ein Zeichen, dass es dich nach unten zieht. Irgendetwas zieht dich abwärts. Fehler, die du machst im Umgang mit Menschen, dass du hartherzig bist. Solche Dinge rächen sich natürlich. Das muss man auch wissen. Also man muss die Geheimnisse kennen. Mhm. Die Geheimnisse des Spendens, die Geheimnisse dieser Dinge. Und die Lichtseite macht genau das Gegenteil. Die Lichtseite macht dich so happy, wenn du das erste Mal, ich war oft dabei, wenn Menschen ihren glücklichsten Moment im Leben hatten. Der kommt immer gleich. Ich habe ihn ja selbst bei mir auch erlebt. Er kommt aus heiterem Himmel. Er kommt plötzlich, kommt ein Gefühl über dich, dir laufen die Tränen runter, du weißt gar nicht, was los ist und du verstehst plötzlich die Welt, du kriegst Antworten. Das ist dieser Zustand der Meditation. Und wenn du den einmal erlebt hast, dann wirst du halt süchtig danach, auch nicht gut. Aber ich habe nichts Besseres gefunden bisher, als danach zu suchen. Und den kann ich aber nur wirklich mit Gruppen erzeugen. Und das ist unser Problem. Kriegt man ihn auch erzeugt im Internet? Guck mal, ich bin ganz unbeholfen. Ich kann da gar nicht, gucke ich da jetzt rein, gucke ich dich an. Du machst das super. Nein, ich mach das super. Also mit Gruppen. Das schön, dass du es wiederholst. Ja, genau. Aber mit Gruppen ist es so, dass das sich gegenseitig liftet. Auch die Menschen denken, ja, in Indien, da sind die Heiligen. Nein, nein, die werden heilig geglaubt. In Indien ist ganz lustig. Da haben wir Feuerlauf gemacht. Und dann schmeißen die sich Leute zu deinen Füßen und sehen, ein Heiliger. Da haben wir keine Heiligen, da haben wir einfach Feuerlauf gemacht. In Indien werden ja auch in den Straßen diese Kindsgötter durch die einzelnen Stadtteile gefahren. Die werden von den Menschen gemacht. Die werden gemacht und die Heiligen werden auch gegeben. Wenn 1 Million Menschen denken, Tobias ist ein Gott, oder 10 Millionen, dann ist es eine Energie, die sich an dich heftet. Du kannst ganz andere Fähigkeiten. Es ist also, das muss man jetzt mal verstehen, wenn man das oft beobachtet hat. Dann ist das, was man so, was mal, oder Mann ist ein blödes Wort, was dann aus so großen amerikanischen Freikirchen, wo dann der Prediger sagt, du kannst jetzt
dies und jenes und die brechen dann alle zusammen? Auch das hängt damit zusammen. Es ist immer, ist immer nur eine Frage der Energie. Hm. Die Energie macht alles. Glaube ich das? Was beflügelt mich? Gibt Tobias mir Energie oder saugt er mich aus? Nach einer Begegnung, das weiß doch jeder. Hm. Und die Menschen suchen aber nicht Menschen auf, die ihnen Energie geben. Sie zieht es immer wieder so perfide so oder zu einem Menschen, der sich immer wieder downt. Ne? Mhm. Immer wieder gehen sie dahin und fühlen sich hinterher schlechter. Es fängt mit diesen ganz praktischen Sachen an, dass man einfach sagt, gerade am Anfang, da waren wir stehen geblieben, wenn du den Weg gehst, dann wirst du erleben, dass dein Glaube noch nicht so stark ist, wie jetzt. Ich werde nicht mehr kritisiert und wenn, dann hintenrum, dann reden die schlecht über mich. Mhm. Aber da ich keinen Fernsehen gucke und du guckst gar keine Nachrichten, nein, gar nicht, ne? Nichts, nein. Du bist dennoch politisch sehr versiert, wenn ich mich mit dir unterhalte. Du weißt ja schon, was auf der Welt abgeht. Ja, das weißt du irgendwann aus anderen Quellen. Du weißt, dass es aus anderen Quellen heißt. Ich lasse es mal dabei stehen. Du wirst also nicht mehr, du bist nicht mehr dem Massengeist unterlegen. Der Massengeist ist kein Propaganda. Nein, der Massengeist ist toxisch. Der Massengeist, was alles in den Massengeist einfließt, sind Trauer, sind Verluste, sind Ängste um Job, sind Hungersnöte, sind Kriege. Das ist im Massengeist. Das ist hochgradig toxisch. Beschäftigst du damit, geht dieses Gift in dich ein? Gehst du an den Rand dieses Feldes und sagst, ich suche jetzt nach einem schönen Haus, wo ich wohne, mit 20 Gleichgesinnten, mit jungen Leuten. Wir produzieren irgendwas. Und dann kriegst du plötzlich Freude, dann kommt Energie auf. Wenn du ein Ziel hast, kommt, kennst du ja, Energie wie, auf. Wie kriegst du diese Mischung hin für dich? Du hast gesagt, weiß nicht, ob es gestern war oder vorgestern, dass du per Zufall, hier laufen ja so Sicherheitsfilme, hast du dann kurz einmal in den Nachrichtenkanal geguckt und dann konntest du direkt 2 Nächte nicht richtig schlafen, weil du was gesehen hast. Bei mir reichen 10 Sekunden, wenn ich sowas sehe. Das ist wie eine Nachrichtensendung. Ja, ich glaube es aber auch. Also mein Meister hat immer gesagt, mein erster, das ist wie eine Gülleleitung. Wenn du Nachrichten schaust, wie eine große Gülleleitung. Da ist ja nichts Positives. Ne? Nachdem da wo die glücklichsten Menschen leben, ich sag mal in Hawaii, da sagen sie, Achtung, es folgen negative Nachrichten. Dann hat der Mensch die Möglichkeit, 10 Sekunden Zeit auszuschalten. Hier kriegst du es mitten rein. Es geht in dein Unterbewusstsein. Du glaubst, das ist die Welt. Die Welt ist sowas von schön. Es gibt unendliche Paradiese auf dieser Welt. Ich bin ja im Paradies. Ich nicht, wo wir sind, aber ich lebe in Paradiesen. Und das ist dann irgendwann auch der Lohn, wenn du also auch eingegeben hast und wenn du auch du musst nur in deinem Unterbewusstsein einen Hebel umlegen irgendwann. Nicht nur geben, sondern irgendwann ist Zahltag. Irgendwann musst du auch genießen, das Selbstwertgefühl. Da kommt man aber ran ins Unterbewusstsein. Das ist ein anderes Thema, das können wir mal besprechen. Also ich fand es sehr, sehr spannend. Wir sind jetzt schon bei einer Stunde fast. Oh Gott. Und ich darf einfach Danke sagen für dein Sein. Ich lerne ganz, ganz viel von dir. Ich bin mir sicher, wir werden uns häufiger sehen, auch nach dieser Blase, in der wir hier gerade sind. Und wenn ihr Fred kennenlernen möchtet, hat einen Instagram-Kanal, Fred Herbst, verlinken wir in den Shownotes, die eine Meditation, die du zur Verfügung stellst, das machen wir am besten auf die Webseite. Ja, gerne. Ansonsten, wie kann man dich kontaktieren, wenn jemand sagt, ich möchte gern einen Schritt weiter mit dir gehen? Ja, man kriegt mich schon über meine Webseite, aber vielleicht stelle ich einfach mal eine Meditation, die mir sehr geholfen hat vor 30 Jahren, das in Trance kommst und die stelle ich mal auf die Seite ein, dass du die runterladen kannst und dabei musst du einschlafen. Du musst also einfach nur zuhören und einschlafen dabei und dann schaust du mal, ob irgendwas passiert und man kann das nicht, man begegnet sich oder man begegnet sich nicht. Das kann man kaum irgendwann, wenn man lange dabei ist, dann weiß man, da greifen noch andere Dinge ein. Und dann begegnet man sich, würde ich mich freuen. Ja. Nochmal ganz, ganz vielen Dank für meinen ersten Podcast. Ja, es hat sehr, sehr viel Freude gemacht. Du machst mir, Rita und den Kindern und Ludger, der hier auch noch ist, ganz viel Freude. Und apropos Freude, danke, dass du dabei gewesen bist. Wie so oft und seit so vielen Jahren. Ihr wisst, wir haben jetzt über 15 Millionen Downloads hier drauf. Das hätte niemand gedacht. Und ich weiß auch gar nicht, wo du gerade bist. Ob beim Autofahren, beim Bügeln, im Flugzeug. Wo du das gerade hörst. Was ich weiß, dass es zum richtigen Zeitpunkt zu dir gekommen ist. Diese Information. Und wenn du jetzt bis zum Ende dran geblieben bist, dann weiß ich, dass du ein ganz besonderer Mensch bist, der offen für diese Themen ist. Weil sonst hättest du schon nach 6 Minuten abgeschaltet. Was übrigens auch komplett in Ordnung ist.
absolut. Und wenn dir das gefallen hat, weißt du, das größte Kompliment, was du geben kannst, ist uns eine Bewertung bei iTunes oder anderen Formaten geben. Schreib uns dein Feedback. Ich wünsche dir eine richtig tolle Woche. Fred und ich bleiben hier noch ein paar Tage, tauschen uns aus. Ich darf noch mehr in die Tiefe gehen mit diesem Mann. Gibt's noch irgendwas, was du am Ende teilen, sagen und möchtest? Ja, das der schönste Satz, den ich bei Anthony Robbins gelesen habe, den sage ich auch oft: God bless you. Gott segne dich. In diesem Sinne wünschen wir dir eine tolle Woche. Tschüss.